zusammen und herzlich willkommen wieder zurück auf Bernau.biz. Oder besser gesagt, guten Morgen, denn wir sind hier in früher Morgenstunde unterwegs. Deswegen ist es auch ein wenig ruhig, da sind noch nicht ganz so viele Wanderer unterwegs. Wir sind hier oben nämlich auf der Krunkelbach-Hütte. Bekannt ist die Krunkelbach-Hütte auch aus dem Fernsehen vom Kachelmann-Wetter. Auf 1297 Meter steht da eine Berghütte, die zur Bewirtung einlädt für die Wanderer, die hier unterwegs sind, zum Beispiel auf das Herzogerhorn. 1417 Meter, der zweithöchste Berg gleich neben dem Feldberg. Zwischendrin ist auch das Bundesleistungszentrum für Sport. Das, wo ich da dran stand, das ist die neueste Errungenschaft von der Krunkelbachhütte. Das ist nämlich keine neue Viehtränke oder ein Barbecue-Grill oder eine Stehtheke für die Festli da oben. Nein, das gibt unseren Hotpot. Und zwar ist das ein stehbares Schwimmbad, das wird dann beheizt mit ein bisschen Blubber und dazu hat man dann eine herrliche Aussicht. Und während man dann so gemütlich in dem Hotpot drin sitzt, mit einem Glas Sekt oder einem Glas Bier, sich vom warmen Wasser am Sprudeln lässt, dann hat man nicht nur einen genialen Blick auf den Senior- und Juniorchef, sondern wenn man Glück hat, sogar bis zum Bällchen. Bis zu 8 Leute finden Platz in diesem gemütlichen Holzzuber. Auch in der letzten Woche war schon wieder richtig was los in Bernau. Wie zum Beispiel am Pfarrfest vor unserer Kirche. Nach dem Gottesdienst im Kurpark spielt einer der beiden Musikvereine zum Frühschopperkonzert auf und auch unsere Kindertrachtengruppe ist jedes Jahr mit von der Partie. So, liebe Leute, es ist natürlich wieder bloß ein kleiner Clip gewesen, wie die letzte paar. Wir sind immer wieder beeindruckt, was für eine Resonanz wir da damit kriegen. Hat uns, ehrlich gesagt, erst einmal überrannt. Wir stecken im Moment noch bis bei die Ohren in irgendwelche Projekte drin. Deswegen leidet auch gleich die Qualität für unsere Inhalte. Das werden wir natürlich dann auch ändern. Deswegen melden wir uns im September, versprochen, wieder mit einem richtig großen Clip mit ganz viel Hintergrund. Und da zeigen wir auch, wie man sowas zum Beispiel baut. Bis dahin ist in Bernau natürlich immer noch allerhand los, denn die Festsaison hat bei uns groß Einzug gehalten. Am 18. und 19. Juli zum Beispiel ist das Kurparkfest und das startet dem Jahr unter dem Motto Highgeist. Da werden alte landwirtschaftliche Maschinen und Gerätschaften präsentiert und es wird mit Sicherheit eine ganz interessante Sache. Am 1. und 2. August ist dann im Kurhaus das Theater Tommys tolle Tante von der Hans-Thoma-Tal-Bühne. Und das Wochenende drauf, 7. bis 10. August, ist dann unser großer Hans-Thoma-Tag. Jedes Jahr hat man da ein großes, reichhaltiges Programm, bei dem mit Sicherheit für jeden was dabei ist, wie zum Beispiel am Sonntag ein großer traditioneller Umzug. Genaueres Programm holen euch am besten auf der Homepage bernau-schwarzwald.de. Am 15. August ist der Holzschnäfler-Tag im Resenhof im Ortsteil Oberlin. Da wird dann gezeigt, wie in Bernau, dem Holzschnäflerdorf früher, Kochlöffel, so Holzzuber wie unseren Hotpot oder Bürste gefertigt wurde. Und da sehen wir uns dann wieder bei bernau.biz, denn Bernau hat Biss. Papa, bist du jetzt fertig? Hey, ihr da draußen, hört mal alle.